Hallo und herzlich willkommen auf unserem Jenny Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal ein ganz leckeres Schokokeks-Rezept und die besondere Zutat hierbei ist Fleur de Sel. Und möchtet ihr sehen, wie ich die erst herstelle, dann bleibt unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für unsere Schokokekse brauchen wir Kuvertüre, Mehl, Kakao, Backpulver, Butter, Zucker und Fleur de Sel. Als erstes können wir alle Zutaten bis auf die Kuvertüre in die Küchenmaschine geben und zu einem Teig kneten. Solltet ihr kein Fleur de Sel zu Hause haben, könnt ihr natürlich auch ein anderes Meersalz nehmen, aber Fleur de Sel schmeckt einfach etwas feiner. Sobald sich dann alle Zutaten grob verbunden haben, können wir auch nun die Kuvertüre beigeben. Dieser Teig wird am Schluss relativ grob und brüchig sein, aber genauso soll er nämlich ausschauen. Jetzt nur noch etwas mit der Hand durchkneten und dann können wir mit den Formen der Schokokekse beginnen. Für unsere Schokokekse brauchen wir jetzt eine längliche Form, die wir dann mit dem Messer schneiden. Sollte aber hier beim länglich Rollen der Teig brechen, einfach wieder zusammendrücken und weiterrollen. Die Keksstangen sollten hier 3 bis 4 cm dick sein. Sobald wir jetzt unsere Stangen fertig gerollt haben, können wir das Ganze erst in Frischhaltefolie einpacken, wirklich schön fixieren und so lange in den Kühlschrank geben, bis sie etwas fester sind, aber nicht ganz ausgehärtet. Wenn sie so kalt sind, merkt man das beim Schneiden, indem sie brechen, das heißt, man müsste einfach sie eine Spurlänge herauslassen. Sind sie aber zu weich, also zu wenig kühl, dann müsste man sie nochmal in den Kühlschrank geben, weil sonst verlieren sie beim Schneiden die Form. Die geschnittenen Schokokekse kann ich dann gleich auf eine Silbermatte wegsetzen und meinen Ofen nebenbei auf 170 Grad vorheizen. Die Silikonmatte, die ich hier verwende, verlinke ich euch in der Infobox, man könnte aber ein normales Backpapier auch genauso verwenden. Nach 11 bis 12 Minuten sollten dann unsere Schokokekse auch schon fertig sein. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen und somit bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich beim nächsten Video.